Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper und ihr seid bei Ghetto the Keyboard. Falls ihr gerade im Hintergrund irgendwelche Kinderlieder hört, wie Ab in den Süden oder sowas, dann liegt das nicht daran, dass ich plötzlich meinen Musikgeschmack verloren habe, sondern dass die Grundschule, die neben meinem Haus ist, beziehungsweise in der Nähe, gerade eine Art Sommerfest feiert. Für keine Ahnung welchen Grund, außer dass es Sommer ist. Bei 20 Grad und im Regen. Aber egal. Und die machen gerade in Tiradau. Ich hoffe, dass ihr das nicht hören könnt. Aber egal, wir sind in einem StarCraft 2 Replay. Das ist viel wichtiger, als nach draußen zu gehen und irgendwelche Sonne zu genießen. Könnte man ja braun werden. Also gut. Das war übrigens für all die Vollidioten. Das war nicht rassistisch gemeint, aber egal. Also, wir sehen hier einen Terran, nämlich den Demoslim. Unseren lieben Freund, den wir schon, naja, sehr, sehr lange verfolgt haben. Auch schon auf dem alten Kanal von mir. Spielt gegen den Protoss MVP Tails. Und ich hoffe, dass das Ganze ziemlich geil wird. Ripley wurde auf jeden Fall ziemlich angepreist von wegen, ja, das ist gut, das ist toll. Und dachte ich mir, yeah, das könntest du casten. Because I'm awesome. Tja, ansonsten, wir sehen am Anfang relativ viel Standardaufbau. Ich meine, wird jetzt nicht so sein, dass irgendeiner versucht, hier mit Proxy-Cheese zu arbeiten. Ist eigentlich eine ziemlich coole Map. Hier kann man halt expandieren. Man hat hier wie immer diese neutralen Versorgungsdepots, die jetzt mittlerweile eigentlich Standard sind auf fast jeder Map, die eine akzeptable Größe hat mit einem von diesen Rampen hier. Liegt einfach daran, um vielleicht das nochmal denjenigen zu erklären, die es noch nicht mitbekommen haben, dass es neutrale Gebäude sind, die gehören gar keinem. Also da spielt jetzt nicht ein dritter Spieler oder der Mastermind hat jetzt nicht auf einmal einen Cheat enabled oder irgendwie das Spiel gehackt, sondern die gehören niemandem, die sind einfach da, damit man den Gegner nicht einbauen kann, damit man nicht irgendeinen komischen, merkwürdigen Scheiß machen kann. Ist also wirklich einfach nur dazu da, um die Map Balance zu machen. Was mir persönlich auch sehr gefällt, denn in StarCraft 1 hat man das auch so gemacht, dass man weniger versucht hat, die Rassen zu balancen. Weil bei drei unterschiedlichen Rassen ist es schwierig, das Ganze zu balancen, denn, naja, Schere schlägt Papier, aber wird von Stein geschlagen, so hat man dann immer eine Einheit, die schlecht gegen eine andere ist und so weiter. Das Prinzip ist nicht wirklich intelligent, wenn es um ein competitives Game geht. Das heißt, da musste man nicht die Einheiten balancen, beziehungsweise ja auch, aber man musste hauptsächlich versuchen, Balance zu erreichen, indem man die Map balanced, indem man Maps für gewisse Klassen bzw. für gewisse Rassen so verändert, dass gewisse Rassen darauf anders spielen müssen und somit die Vorteile, die sie angeblich haben, durch irgendwelche Units oder durch sonstige Upgrades oder irgendeinen anderen Scheiß dann wieder wettgemacht werden. Aber genug von der kurzen Geschichte des Balancings in StarCraft 1. Wir kommen hier zu den Zealots, die gerade ihre Haustür verteidigen. Nexus wird auch schon fleißig gebaut und hier natürlich die Kommandozentrale, also relative Standard auf beiden Seiten, mit einem Bunker, schön abgedeckt, der Demoslim. Für meinen Geschmack haben diese ganzen neuen Strategien mit möglichst schnell fast expandieren den Fehler, dass man sie halt eher nicht als unerfahrener Spieler machen sollte. Man wird am Anfang da sehr, sehr hart kassieren. Man muss ein Gefühl dafür haben. Diese ganzen Pros wissen natürlich auf jeden Fall Bescheid, was sie machen, und sie machen intelligente Entscheidungen zu intelligenten Zeiten. Und was für uns offensichtlich aussieht, weil wir die Map sehen können und alles beobachten können, ist für die vielleicht manchmal etwas schwieriger zu sehen. Lass mal auf die Vision achten. Ich meine, was weiß er? Er weiß nichts. Er muss aus dem ganzen Bild, den er hier sieht, das er hier sieht, nämlich aus der eingefangenen Kommandozentrale, muss er erahnen, was der Spieler macht und daraus abschätzen, welche Einheiten er und in welcher Quantität braucht. Und wie gesagt, als Anfänger würde ich sowas nicht empfehlen. Erst wenn man etliche hunderte Spiele gespielt hat, kann man vernünftig mit diesen Strategien fahren, weil man dann den nötigen Skill hat, um abzuschätzen, ob der Gegner einen jetzt angreift, ob er einen nicht angreift, welche Einheiten er wohl haben wird. Das ist ziemlich intelligent und das fand ich im Strategiespiel immer sehr interessant. Wir sehen, Stim wird währenddessen erforscht, das ist ganz cool, denn so könnte man von dem Muslim wieder mal seinen bewährten M&M&M sehen. Er ist ein hervorragender Microspieler, also der Muslim, der Brite, ein sehr, 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 sehr starker Spieler. Jetzt auch schon die Fabrik, das heißt, wenn die fertig ist, wird dann höchstwahrscheinlich sofort der Raumhafen angefangen und da gibt es Medics. Schöne Map-Kontrolle auf der Seite von Tails, da ziemlich festen Plan, was abgeht. Schickt hier auch natürlich seinen Observer sofort los, um zu schauen, na, was hat denn mein Gegner? Wir können das Ganze vielleicht mal so ein bisschen verfolgen,
aus seiner Sicht, damit man ungefähr schauen kann, was passiert. Er sieht, okay, gut, da kommen Marines, er sieht die Fabrik, er sieht zwei Kasernen, jeweils mit einem anderen Upgrade, sieht, da wird was erforscht, das heißt, man könnte sich doch erahnen, vor allem da auch Gebäude für Upgrades fertig geworden sind. Gott, ich vergesse gerade den Namen. Natürlich Machine Dock. Dem das Machine Dock auch fertig ist, könnte man vermuten, aha, es kommen höchstwahrscheinlich M&M's. Das heißt, man muss sich darauf einstellen. Sofort fängt er auch an mit dem Zirkel des Zwielichts. Wahrscheinlich für Charge Lots, denn die sind auch relativ gut gegen Stim. Und natürlich sehr sinnvoll, dass er hier seine Warp Gates hat. Baut jetzt nichts weiter. Also keine Immortals oder gar irgendwelche Techs auf Kolossal. Der wird jetzt wahrscheinlich komplett auf Templar gehen. Doppelschmiede, jetzt kommt wahrscheinlich High Templar Archive sofort. Charge wird erforscht, wie ich es gesagt habe. Na, wo sind denn die High Templar? Verstecken sich. Das machen normalerweise nur die Dark Templar. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall erstmal drei Warp Gates mittendran geschraubt, um natürlich sich gegen die anrückenden Wellen von Marines gleich wehren zu können. 1-1 wird in Mache gegeben und da kommen endlich die High Templar Archives. Die wahrscheinlich nur kurz ein Buch gelesen, wie man das macht. Ha? High Templar, intelligent und so. Okay, gut, der war nicht wirklich toll. Und es kommen endlich zwei Medevacs und da könnte es losgehen. Da könnte die Party hier mal im vollen Gang sein. Denn beide bauen sich hier im Augenblick etwas mehr auf, als dass sie Action machen. Nicht persönlich mein Favorit, ich bin ja immer für die Strategie mit dem Kopf durch die Wand. Was auch mein Gehirnschaden erklärt. Was auch mein Gehirnschaden erklärt. Was auch mein Gehirnschaden erklärt. Ja, ich war irgendwo stehen geblieben. Und auf jeden Fall kommt jetzt der Angriff. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr, okay, gut, vielleicht könnte es sogar ein Drop werden. Ich bin mal gespannt, ob er darauf irgendwie vorbereitet ist. Hier sind auf jeden Fall Pylons. Er warpt hier auch hohe Templer ran, um natürlich Drops zu verhindern. Er hat natürlich gesehen durch seinen Observer hier, dass Sachen kommen. Also könnte er die vielleicht im Notfall feedbacken, falls es denn nötig sein sollte. Der Muslim lässt sich aber nicht darauf ein, weiß natürlich, dass natürlich die Möglichkeit besteht und setzt lieber diese zwei Warp Gates außer Betrieb. Also das war nicht wirklich intelligent von dem Muslim, dich hier so offen darzustellen, ohne irgendeinen anderen Support, ohne irgendwas anderes. Oh mein Gott, da sehen wir wunderschöne Force-Fields an jeder Stelle. Schön gefeedbackt hier auf die Medevacs, die jetzt komplett nutzlos sind, können vielleicht durch ein bisschen Schaden tanken, aber nicht wirklich essentiell helfen. Oh, das könnte sehr, sehr spannend werden. Archons werden hier rangeworben, nachdem die High Templar nicht allzu viel machen konnten, außer zu feedbacken. Weitere Medevacs sind am Start und der Muslim, er muss nachpumpen. Wo sind die Einheiten von ihm? 4 und 3 sind jeweils noch in der Mache. Da musste Tails sehr viel mitnehmen. So, falls Economy angeht, upsala, ist natürlich der Terran ganz weit vorne. Hat viel mehr Sammler, kann hier auch einiges kicken. Und Tails einfach nicht darauf vorbereitet, was der Muslim hier entgegenwirft. Richtig geil bis jetzt, richtig geil. Ja, schön. Fehler von Tails auf jeden Fall. Hatte nicht genug Einheit, beziehungsweise hatte kein Storm. Weiß nicht, wieso er das nicht in die Forschung gibt. Hat auf jeden Fall genug Mineralien, genug Ressourcen. Und mit ein paar schönen Storms hätte er hier gut was machen können. Vor allem, da er die hier eingeforcefieldet hat, hätte man durch zwei schöne Storms mal die ganze Terran Army vernichtet. Aber er weiß wahrscheinlich besser, was er tut. Ich will ihm da auf keinen Fall in sein Business reinreden. Oh, schön hier mit der Fabrik. Ich habe dazu ein sehr interessantes Video gemacht, wo ich bei den Kurztipps euch erklärt habe, dass das sehr schön ist, dadurch Schaden zu tanken. Sucht einfach unter den StarCraft 2 Strategie-Videos, falls ihr da mehr zu wissen wollt. Das ist ein ganz nettes Video geworden. Oh, jetzt kommt vielleicht der Drop. Da hat er nichts. Hat er gar nichts. Er warbt Zealots ran. Oh, das könnte vielleicht ganz, ganz bitter werden. Für den Muslim. Muss jetzt hier in den Zealots ausladen, aber die werden natürlich auch nicht allzu lange halten. Nicht durch den anständigen Support von den Medivacs. Kann allerdings den Drop hier gut verhindern. Also Tails hält das Ganze hier ziemlich gut, aber das Incoming-Gate, natürlich der Muslim ganz weit vorne, hat hier auch seine nächste Expansion gezündet. Also sieht gerade sehr, sehr gut aus für ihn. High Templar immer noch ohne einen einzigen Storm. Also natürlich mit Archons, aber ich bin persönlich ein Fan von Gewitter. Oh, sehr schöne Force Fields. Leider nicht alles so getrappt, wie man es gerne hätte. Aber trotzdem, das meine ich halt. Man muss mit der Umgebung spielen.
Drei Archons müssen nach vorne gesetzt werden und wir sehen es hier bei Armeegröße, auf jeden Fall beim Terran viel, viel größer. Kann natürlich nicht mithalten, der Protoss. Nicht bei diesen ganzen Einheiten, die hier niederprassen auf ihn. Er hat einfach viel weniger Income. Das ist natürlich das, was hier im Augenblick das Genick bricht. Ich meine, der Mastam könnte sogar so, naja, Ego-Zocker sein und aus der Fabrik was bauen. Jetzt hier sehr schön mit den Archons, die leider nicht vorne stehen, können kaum Schaden machen. Will hier mit den Zealots in erster Linie irgendwas reißen. Ist natürlich ganz nett, aber die Archons müssen natürlich jetzt in diesen Bio-Ball da reinklatschen. Macht es leider nicht. Na gut, wofür auch. Sind allerdings halt zwei getecht, also können auf jeden Fall den ein, zwei getechten Marines gut was entgegensetzen. Und an 3-3 wird natürlich auch gewerkelt. Falls die Upgrades durchkommen, können die Icons noch mal wirklich lebensbedrohend werden. Vor allem, dass sie die Medevacs möglichst schnell runternuken. Die haben ja nur 0 Rüstung. Aber er braucht auf jeden Fall was. Er braucht mehr. Er braucht viel, viel mehr. Er kann sein Geld nicht verschleudern. Wir sehen es hier an den Resources. Er kriegt es einfach nicht hin, rechtzeitig genug Zeug rauszuhauen. Das heißt, er könnte nachbauen, aber er hat einfach nicht die Kapazitäten frei. Sehen Sie hier? Erst jetzt kann er wieder was nachbauen. Das ist halt viel zu spät. Er hat halt natürlich die Ressourcen, aber er baut nichts daraus, was nicht wirklich gut ist. Und der Mastam einfach viel zu aggressiv, ein wirkliches Monstrum. Das ist wie eine Phalanx. Also falls sich irgendwann mit Geschichte auskennt. Sobald die erste Reihe fällt, ist sofort die zweite Reihe da, um den Platz einzunehmen. Ein bisschen wie der 5300. Die haben da ja die Strategie mehr oder weniger gezeigt. Sobald einer fällt, sofort andere da sind, um seinen Platz einzunehmen, sodass man immer gegen eine Wand rennt. Und das macht hier der Mastam auch. Er rennt immer als eine geschlossene Formation gegen den Protoss. Und der wirft halt immer nur haufenweise irgendwelche Einheiten gegen den Terran. Und er kann damit natürlich nicht auf lange Seite klarkommen. Natürlich, der Mortal kann hier gut Schaden machen, aber er hat immer noch viel zu viel. Er kann nicht sein Geld raushauen. GG, well played. Ja, cooles Replay auf jeden Fall. Der Mastam hat ihn mal hart dominiert. Die Expansion, die hier angefangen wurde, beziehungsweise jetzt fertig ist, konnte ihn leider auch nicht mehr wirklich retten. Der eine Pile leider auch nichts mehr gerallt. Also war wirklich sehr, sehr gut gespielt von dem Mastam. Fehler von Tails aus meiner Sicht. Er konnte nicht rechtzeitig nachbauen, hatte einfach nicht genug Produktionsgebäude. Falls euch das Video gefallen hat, dann drückt einfach den grünen Daumen nach oben. Und ansonsten, falls ihr mehr Content sehen wollt, klickt auf die Anmerkungen, die gleich aufploppen müssten. Und da kommt ihr zu mehr Videos. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao, ciao.